Willkommen zu Part 49 der Sims 3 Legacy Challenge mit Vorgaben. Im letzten Part, der so lang zurückliegt, dass ich schon wieder kaum eine Ahnung habe, was da passiert ist, haben wir damit aufgehört, dass ich einfach alle ins Bett gesteckt habe. Das ist auch der Ausgangspunkt heute. Ich habe auch gesehen, es ist wieder wundervoll. Niemand von den Kids hat die Hausaufgaben gemacht. Im letzten Part hat sich ja auch Yuki erstmals wieder gemeldet. Sie hat den guten Shiro angerufen und Bianca hat das Ganze mehr oder weniger mitbekommen. Sie war vor der Tür, hat gehört, wie er telefoniert, hat gehört, wie Yukis Name fällt. Doch sie war sich nicht sicher, ob er tatsächlich mit Yuki gesprochen hat. Auf jeden Fall ist sie dann recht schnell wieder in ihr eigenes Zimmer abgehauen, wo sie jetzt noch schläft. Oh mein Gott, was bist du bitte für eine? Ja, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich immer das Glück, dass so dubiose Gestalten auf meinem Grundstück sind. Ich kann die aber auch nicht verscheuchen, das ist etwas schade. Das heißt, ich kann nur warten, bis der Tag anbricht, bis der Zombie abhaut und hoffen, dass da noch was von meinen Pflanzen übrig ist. Corey hat sich angebrannte Waffeln gekocht, sieht sehr schmackhaft aus. Ich meine, man hätte auch einfach den Kühlschrank öffnen können, wo immer noch genug Reste vorhanden sind. Aber nö, warum denn? Das wäre logisch gewesen. Und Shiro hat Stimmungsschwankungen, er könnte rebellischer als gewöhnlich sein. Na gut, zu Shiro passt das jetzt eigentlich nicht so gut. Er wünscht sich, die Schule zu schwänzen, was wir natürlich nicht machen. Shiro ist eigentlich immer sehr gewissenhaft, deshalb wird er in die Schule gehen, auch wenn er nicht möchte. Jeder hat mal einen Tag, wo er keine Lust hat, aber da muss man einfach durch. Ich glaube, er ist deswegen so mies gelaunt, weil Anthony ihm ziemlich auf die Nerven geht. Graceplay hat das ziemlich treffend in den Kommentaren geschrieben. Er soll mal über seine eintägige Beziehung hinwegkommen. Aber ich habe so das Gefühl, Anthony kennt da nichts. Das ist so einer von den Typen, die sich da voll viel drauf einbilden, selbst wenn sie nur eine Stunde zusammen gewesen wären. Und deshalb werden wir wohl auch das Gespräch mit Anthony suchen müssen. Er ist eben der klassische Beschützer, der klassische große Bruder und Corey hat eben niemanden und deshalb meint Shiro nun, dass er sie beschützen muss. Lucius und Phoebe haben sich auch ziemlich zusammengetan und übrig bleibt dann wirklich Bianca, die früher alles mit Yuki gemacht hat und die nun auf sich allein gestellt ist, die auch Corey hasst, weil sie das Gefühl hat, dass sie sich in Angelegenheiten einmischt, die sie nichts angehen, dass sie hier Yukis Platz einnehmen will und sie mag es einfach nicht, dass Shiro nun so viel Zeit mit ihr verbringt. Und ich verstehe nicht, warum dieser Zombie hier nicht aufhören kann, unsere ganzen Pflanzen zu töten, denn anders ist das hier nicht, was der macht. Wir haben zwar eigentlich absolut kein Geld für das, aber ich glaube, ich hole mir die Erbsenkanone. Die hält nämlich die Zombies davon ab, meine Pflanzen hier weiter zu malträtieren. Der Zombie haut jetzt ab, wirklich jetzt, nachdem ich 500 Simoleons für den Scheiß ausgegeben habe. Na gut, der nächste Vollmond kommt bestimmt vor allem in diesem Spielstand, denn hier ist gefühlt jeden dritten Tag Vollmond. Und dann spulen wir so ein bisschen vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle wieder da sind. Okay, doch nicht ganz, bis sie zu Hause sind. Wir haben nämlich eine Gelegenheit für Katie. Und zwar während eines Gangs durch den Flur fiel Katie ein Mitglied des Lehrkörpers auf, das schlief. Er klingt wie sie selber. Während die Klasse einen Film schaute, auf die Konfrontation durch Katie hin, entschuldigte sich die Schlafmütze und bat darum, im Direktorbüro nichts davon verlauten zu lassen. Soll Katie das durchgehen lassen oder die Schulleitung informieren? Ja, also wenn ich mich so an meine Lehrer erinnere, was die so gemacht haben, während hier irgendwie ein Film lief, lassen wir es einfach mal durchgehen. Die anderen Lehrer wissen die Loyalität von Katie sehr zu schätzen. Lehrer müssen zusammenhalten. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Und Voldemort hat die gleiche Gelegenheit. Ein paar Ärzte des Krankenhauses sind auf die medizinischen Fähigkeiten von Voldemort aufmerksam geworden, bieten ihm eine Stelle als Gentherapeut Job Level 7 in der Medizinkarriere an. Gut, ich probiere es jetzt nochmal. Job wechseln. Es funktioniert wieder nicht. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ich den Job von Barnabas per Mod wechseln soll, denn er hat jetzt schon zweimal diese Gelegenheit bekommen. Shiros Laune nach der Schule ist hier wirklich auf dem absoluten Tiefpunkt. Also er ist gestresst, er ist müde und er ist ja auch ziemlich pisst. Und ich finde es so lustig, dass er sich ja einerseits wünscht,
Anthony Waffenruhe vorzuschlagen und andererseits einen Teenager zu vermöbeln bzw. zu beleidigen. Wir werden später ja Anthony aufsuchen und egal wie es ausgeht, ob er sich versöhnlich zeigt oder ob er ihm es richtig gepflegt die Fresse polieren, beides wird Shiros Wünsche erfüllen und das ist super. Und was wünscht er sich denn damit Bianca Collins anschnauzen? Oh mein Gott, warum? Nein! Wir haben eine Einladung auf die Party von Christy Boy Krueger erhalten. Ja, fremde Partys in Sims 3 sind irgendwie so eine halbe Beerdigung, also gehen wir da lieber nicht hin. Oh mein Gott, huh! Und es stimmt wirklich. Ich habe nämlich im letzten Part diese Meldung bekommen, dass wir auch Schulball haben. Und ich war mir bis zum Schluss unsicher, ob der denn wirklich stattfindet. Ich habe nämlich in Sims 3 schon öfters Meldungen bekommen, dass irgendein Ereignis stattfindet. Und dann war das an dem Tag gar nicht. Aber wir haben heute wirklich Schulball. Und ich bin super gespannt. Denn die Schulbälle in Sims 3 sind ja immer was ganz Besonderes. Da passieren automatisch Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ich würde sagen, bevor der Ball beginnt, wird Shiro nochmal ganz kurz zu Anthony gehen und ihm sagen, dass er heute Abend besser seine Klauen bei sich behält, dass er Cory heute Abend besser in Ruhe lässt, sie ihren Abend genießen lässt. Denn sonst wird er ihn richtig kennenlernen. Okay, Shiro hat sich nun mehr oder weniger ausgeschlafen und sucht nun den Gallo-Haushalt auf. Ich finde es ja immer noch so arschig, dass sie einfach in meinem schönen Haus wohnen hier. Okay, wow, er hat scheinbar wirklich kein Interesse daran, sich mit uns auszusprechen. Dann werden wir einfach mal ein bisschen mit ihm streiten. Ich glaube, die verstehen sich absolut nicht. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich würde ihn gern beleidigen, aber das kann ich gerade gar nicht. Ich kann ihm mal vorwerfen, dass er eine Diva ist, denn das trifft halt einfach wirklich zu. Er hat nach einem Tag Beziehung gedacht, er kann jetzt ewig Ansprüche auf Corey erheben. Das geht natürlich gar nicht. Oh mein Gott, wie Shiro ihn einfach so ansieht, als ob er ihn am liebsten ermorden würde. Ja, dieses Bild spricht einfach auch mal wieder Bände. Die beiden sitzen zusammen in der Limousine und würdigen sich keines Blickes. Also die mögen sich hier wirklich nicht. Und du ziehst eigentlich dein anderes Abendkleid an. Ich ändere das mal kurz. Sie hat nämlich ein eigenes Outfit für den Schulball. Da hat sie ein langes Abendkleid. Ich bin jetzt echt so gespannt auf die Ereignisse des Abschlussballs. Wir haben Bianca, die einfach gerade komplett durch den Wind mit allem ist. Wir haben Corey und Shiro, die so ein bisschen aufeinander stehen, aber sich's nicht sagen getrauen. Wir haben Anthony, der Shiro hasst. Ich wollte gerade fragen, Lucius, ist deine Wäschetonne voll? Aber dann ist mir eingefallen, er hat gar keine. Oh, das Abschlussfoto von Corey wird ein wunderbares Erinnerungsstück sein. Ja, ich hoffe, es wird ein schöner Abend für sie. Nach all den furchtbaren Dingen, die passiert sind, hat Corey wirklich einen schönen Abend verdient. Oh mein Gott, oh, es geht los. Bianca hat die Abschlussballdekoration zerstört, als sie ihrem Schwarm nachjagte. Während Bianca sich lang und breit beim Direktor entschuldigte, machte ihr Schwarm sich auf den Heimweg. Oh nein, Bianca hat eigentlich auch nur Pech im Moment. Okay, naja, schauen wir mal. Also auf unserer Bilanz des Abschlussballs können wir schon einmal verbuchen. Bianca, die Dekoration zerstört. Gut, dass wir das nicht bezahlen müssen, würde ich sagen. Oh, wir können jetzt eigentlich könnten wir jetzt sogar auf die Party von Christy Boy Krueger gehen. Das sehen wir dann auch morgen und... Oh, Corey wurde zur Ballkönigin ernannt. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch nie so sehr vor Glück geweint. Oh mein Gott. Corey hat das halt echt verdient, dass sie mal wirklich ein schönes Erlebnis hat. Ihr ist so viel furchtbares Zeug passiert in letzter Zeit. Und jetzt wurde sie einfach mal zur Ballkönigin ernannt. Ich freue mich für sie. Barnabas ist hier gerade in seinem wunderschönsten Abendoutfit mit dem Hausputz beschäftigt. Shiro wurde zum Ballkönig. Oh mein Gott. Damit wurde Shiro einfach mal zusammen mit Corey zum Ballkönigspaar gewählt. Ich wollte sie ja eigentlich noch fragen, ob sie gemeinsam auf den Schulball gehen, aber das hat einfach absolut nicht gepasst, weil sie im letzten Part Streit hatten und jetzt wurden sie trotzdem gemeinsam zum Ballkönigspaar. Sie werden zwar kein gemeinsames Foto haben, aber sie waren beide... Oh, oh! Bianca scheint Jonathan in den Bann gezogen zu haben. Er ist den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen. Wer ist
Jonathan. Sehen wir hier irgendwo Jonathan? Oh mein Gott, Jonathan Chamberlain, romantisches Interesse. Bianca, du hast einen sehr eigenwilligen Geschmack, aber wir können den guten Jonathan ja mal umstylen. Die Chamberlain-Familie dürfte neu in der Stadt sein, die kenne ich selbst noch nicht. Ich war ein bisschen nachlässig mit den Stammbäumen der Bewohner der Stadt, weil ich in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit hatte. Wir schauen mal zu Katie, die sollte mittlerweile auf der Party-Location angekommen sein. Oh nein, sie fährt mit so einem Bootstaxi. Die Boy Krugers wohnen ja auf einem Hausboot und die sind einfach mal auf die ganz andere Seite hier hingefahren und haben da angelegt. Mit so einem Hausboot ist man ja nicht so ganz ortsgebunden wie mit einem Haus und kann jederzeit damit herumschippern und an jedem Hafen anlegen. Shiro prügelte sich mit einem Sim aus der Klasse, weil dieser ihn doof angesehen hat. Das war sicher Anthony. Vielleicht würde ein wenig Züchtigung, ihn in Zukunft davon abhalten, sich schlecht zu benehmen. Bianca hat einen Sim zum Tanzen aufgefordert und einen Korb. Oh mein Gott, sie hat beschlossen, den Rest des Abends allein zu tanzen. Bianca, du hast doch einen Schwarm, tanz mit dem. Ja, hier steckt die wilde Fete, wie man sehen kann. Wow. Man hätte meinen können, dass wenigstens ein Gast da ist. Stattdessen ist Christy komplett allein in ihrem Haus. Shiro wollte den schönsten Moment des Lebens erleben und seine große Liebe zum Tanzen auffordern, aber er tauchte leider mit einer anderen Verabredung auf. Okay, Corey prügelte sich mit einem Sim aus der Klasse. Was machen die da? Wir fassen also zusammen, Shiro hat sich geprügelt. Corey hat sich geprügelt. Bianca hat die komplette Dekoration zerstört. Also im Endeffekt kann man sagen, unsere Sims haben die komplette Party gecrashed, sind komplett eskaliert auf ihrem Abschlussball und Bianca kommt sogar hier mit einem Date raus. Also mit einer Romanze, die dann auch wahrscheinlich den Tanz abgelehnt hat, was sehr viel Sinn ergibt. Und sie ist auch in den Kampf geraten. Also da haben sich einfach alle durch die Bank am Abschlussball geprügelt. Shiro und Bianca haben auch noch einen Korb bekommen. Bianca hatte Lust, ihren Frust an einem Streber auszulassen. Bianca war völlig überrascht, als der andere Sim sich heftig zur Wehr setzte und sie vor der ganzen Schule blamierte. Oh mein Gott, Bianca, die immer darauf bedacht war, dieses coole Mädel zu sein und die Cecilie nachgeeifert hat und einfach voll beliebt sein wollte, ist jetzt von einem Streber vermöbelt worden. Was machen die auf dem Ball? Die eskalieren alle, wenn ich mal nicht dabei bin. Sieht so aus, als würde Anthony Shiro anschnauzen. Die prügeln sich jetzt auch noch auf dem Ball. Corey hat gerade ein dreieugiges Lama gesehen. Ich glaube, Corey ist nicht mehr so ganz nüchtern oder hat sich sonst irgendwas eingeworfen. Das kann man nicht so genau sagen. Shiro konnte nicht aufhören, in die Lichter zu starren. Kommen die Außerirdischen schon, um Shiro zu holen? Oh mein Gott, was werfen sich die auf der Party ein? Jetzt nehmen sie auch noch Drogen. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, einfach mal so einen LSD-Trip am Schulball. Bianca hasst sich selbst, weil sie einen Sim aus der Klasse zum Tanzen aufgefordert hat. Ihr Schwarm hatte nicht nur Nein gesagt, sondern sie vor allem lächerlich gemacht. Nochmal. Oh Gott. Dieser Schulball ist einfach eine Katastrophe. Alles geht runter und drüber, alle eskalieren komplett. Bianca hat dem Schwarm eines anderen Sims schöne Augen gemacht und wurde erwischt. Mitten auf der Tanzfläche ist eine Prügelei ausgebrochen. Das ist schon die zweite Prügelei, die Bianca anzettelt. Und der dritte Typ, bei dem sie es versucht hat. Also Bianca ist wirklich komplett neben der Spur. Ich glaube, Shiro und Corey haben den Abend ziemlich getrennt voneinander verbracht. Wahrscheinlich auch, weil sie sich zu Hause immer sehen. Und ja, treffen sich jetzt beim Tisch wieder, reden so ein bisschen über ihren Abend, stellen fest, ich meine, sie wurden zwar zur Ballkönigin und zum Ballkönig gewählt, aber natürlich unabhängig voneinander. Und sie stellen fest, dass ihr beider Abend nicht unbedingt das größte Highlight war. Sie freuen sich jetzt, dass sie wieder zu Hause sind. Okay, ich kann echt nicht die Einzige sein, die das so super süß findet. Ich meine, schaut euch das mal an. Die Krone von Shiro und sein Foto. Die Krone von Corey und ihr Foto. Ich finde das gerade so niedlich. Das haben sie hier über dem Schreibtisch, da wo sie es immer sehen können. Ich liebe ihr Zimmer ja generell. Das ist einfach so gemütlich. Ja,
Bianca ist hier schon schlafen gegangen. Ihr Bild habe ich noch nicht aufgehangen. Ich werde bei ihr kurz mal Licht im Zimmer machen. Und dann werden wir uns ansehen, wie ihr Foto so aussieht. Aber sie war ja auch mit niemandem beim Ball. Also unsere Kids sind irgendwie alle Spätzünder. Es hatte bisher noch niemand ein Date für den Abschlussball. Ja, das ist Biancas Abschlussballfoto. Es steht den anderen jetzt nicht wirklich in irgendwas nach. Ist auch voll okay. Ich meine, sie hätte sich gewünscht, dass es anders aussieht. Sie hätte sich auch so eine Krone gewünscht. Gerade sie. Warum hat sie hier einen Spiegel? Spiegel-Theater-Garderobe? Warum hast du den? Ich meine, ich finde es cool, dass du ihn hast. Der passt perfekt zu dir. Aber warum hast du ihn? Na gut. Zusammenfassend kann ich sagen, oh Gott, die haben alle schon wieder nicht die Hausaufgaben gemacht. Zusammenfassend kann ich sagen, der Schulball war sehr durchwachsen, sehr eskalationsgeladen. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, im nächsten Part dann mal Jonathan kennenzulernen. Den lieben, guten Angebeteten von Bianca, der auf jeden Fall auch ein Umstyling vertragen kann. Und im nächsten Part werden wir uns dann wieder ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was Bianca denn von diesem ganzen Gespräch zwischen Shiro und Yuki hält. Wie habt ihr den Schulball gefunden? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was so eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, jeder Daumen nach oben für dieses Video ist übrigens ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Abgesehen davon war es das aber erstmal für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen und es dann weitergeht mit wundervollen Familie Collins Abenteuern. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss.